arbeiten, aber auch jetzt in der Landesregierung. Also, Begade, gratuliert sich. Ich weiß übrigens nicht mehr, was du mir gestern da... Heute Morgen Magazin, da hat ja auch schon Herr Pinkwart gesagt, es gehe nicht um Inhalte, sondern es geht einfach um Grundsätzliches. Man muss ja die Linkspartei komplett abstreichen, um überhaupt mit der FDP reden zu können. Was denkst du darüber? Herr Pinkwart hat verloren und sein marktradikaler Kurs ist abgewählt worden, für den er steht. Und deswegen ist es nicht an Herrn Pinkwart vorzuschreiben, mit wem man reden kann und mit wem man sondieren kann, sondern das entscheiden SPD und Grüne. Und das zeigt, dass die FDP Mätzchen macht und rumtaktiert, statt sich um die Zukunft des Landes zu kümmern. Jetzt gibt es heute Abend das schöne Treffen mit der SPD im Intercity Hotel. Was... denkst du, kommt da heute Abend raus? Naja, wir wollen uns zum einen mit der SPD über die Ausgangslage austauschen und verabreden, ob wir uns verständigen im Rahmen einer privilegierten Partnerschaft, dass wir sozusagen den Grundstock bilden, SPD und Grüne, die ja die Mehrheit vor Schwarz-Gelb haben, und uns verständigen auf Eckpunkte eines sozial-ökologischen Reformprogramms für Nordrhein-Westfalen. Und das soll dann die Basis sein für die Sondierungen mit der Linkspartei und der FDP, weil die SPD das eben wünscht. Das machen wir, da sind wir bereit zu. Wir haben ja auch eine Ampel formal nicht ausgeschlossen, sehen große Schwierigkeiten. Und dann müssen sich die Linkspartei und die FDP entscheiden. Und bei der Linkspartei spielt sicher auch eine Rolle, neben diesen absurden Forderungen, Verstaatlichung der Energiekonzerne, Zerschlagung des Schulsystems, 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, stellt sich auch die Frage der demokratischen Kultur. Und was wir da an Äußerungen gehört haben, da zuckt man schon zusammen, und darüber müssen wir mit der Linkspartei auch sprechen. Dass es klar ist, solche Äußerungen können wir nicht stehen lassen. Da muss es auch eine Aufarbeitung der DDR-Diktatur geben. Und bei der FDP ist natürlich klar, die müssen sagen, ob sie Abstand nehmen von ihrem marktradikalen Kurs und sich auch auf ein solches sozial-ökologisches Reformprogramm einlassen könnten. Das ist die Voraussetzung für die Entscheidung, die wir dann zu treffen haben, ob es lohnt, mit irgendwem zu verhandeln.